bevor wir uns auch heute wieder den Unwettern widmen, mal einen Blick in den Nordosten. Denn da ist es einfach nur sommerlich bis hochsommerlich, angenehm sonnig. Also wirklich perfektes Urlaubswetter. Und wir blicken momentan halt relativ selten darauf, weil es durchaus Wetterthemen gibt, die noch mal ein bisschen mehr Brisanz haben. Nämlich genau diese Unwetterzone, die weiterhin auch heute quer über Deutschland liegt. Schwerpunkt wird wahrscheinlich eine Region sein vom südlichen Sachsen-Anhalt, Südniedersachsen, also ungefähr vom Harz runter über Thüringen rein bis nach Franken, Oberpfalz, Niederbayern, vielleicht noch Oberbayern. Das ist die Zone, wo es die intensivsten Gewitter geben kann. Und die bilden sich teilweise schon wieder bis zur Mittagszeit hin. Gerade hier über den östlichen Bergen kann es dann ganz schnell wieder losgehen. Im Westen immer wieder so ein bisschen Regen. Je weiter wir nach Westen kommen, desto trockener ist es. Aber die Luft ist doch relativ feucht. Da sind einige dichte Wolken dabei. Und ganz im Osten weiterhin sehr viel Sonnenschein. Das wird auch am Nachmittag so bleiben. Aber diese Gewitterzone, die intensiviert sich eben halt dann auch wieder. Es kann teilweise bis nach Schleswig-Holstein Hochgewitter geben. Unwetterschwerpunkt, aber wahrscheinlich hier in der Mitte bis in den Südosten und Süden, auch an den Alpen kann es dann teilweise richtig intensiv schütten. Die Temperaturen an den Alpen dann sogar unter 20 Grad. Das passiert auch dann, wenn die Gewitter schon eine ganze Weile am Arbeiten waren. Ansonsten meist so um 20 bis 22 Grad und im Osten bis zu 30 Grad, also hier wirklich hochsommerlich. Das ist hier allerdings auch schon wieder ein kleines Problem, nämlich Stichwort Trockenheit. Ja, auch wenn der Mai recht feucht war, wir haben jetzt aktuell hier schon wieder die Waldbrandgefahrenstufe 4 bis 5. Also bitte, wenn ihr hier unterwegs seid, auch gerade draußen aus Berlin rausfahrt nach Brandenburg in meine schöne Heimat, passt draußen auf. Und zündeln sowieso nicht. Es bleibt ja auch in der Nacht trocken. Die Gewitter, die ziehen sich ein bisschen nach Bayern zurück. Und ansonsten geht es auch, so viel vorweg schon mal genommen, in den nächsten Tagen noch recht gewittrig weiter.